Bei mir jetzt Jürgen Korte von der Firma Schwarze Robitech. Herr Korte, Sie sind ein Kind der ersten Stunde hier auf der Messe, why aren't you? Kann man so sagen. Also das hat 1994 begonnen mit relativ kleinen, beschaulichen Ausstellern. Aber heutzutage, was Sie hier sehen, ist ja unvergleichlich mehr. Und wir müssen hier auch jede Menge bieten, um da auf dem Markt mitzuhalten. Da muss man schon ein bisschen aufrüsten quasi, haben Sie auch getan. Sie haben hier jede Menge Innovationen. Was sehen wir jetzt gerade hinter uns? Was ist das? Also unter anderem sehen wir eine komplett neu entwickelte CNC-Steuerung, auf der alle Achsen synchron verfahren werden können. Hintergrund ist, dass wir taktzeitoptimiert unseren Kunden schnellere Maschinen bieten können. Diese Maschine hat unter anderem auch noch einen wesentlich günstigeren Wartungs- und Bedienkomfortmodul, um auch Fehler schneller erkennen zu können. Auf der anderen Seite, denke ich mal, ist das the next generation. Und Sie haben eine weitere Maschine, die jetzt besonders in der heutigen Lage in Bezug auf die Automobilindustrie sehr gut angenommen wird. Was hat es damit auf? Ja, das ist eine weitere Maschine, die steht direkt daneben. Hier haben wir Materialersparnis in den Vordergrund gestellt. Mit entsprechender Trenneinheit ausgerüstet sind wir hier in der Lage, Material in erheblichem Maße zu ersparen. Sie sind ja jetzt schon viele Jahre auf der Tube. Was ist denn das Wichtige für Sie an der Messe? Also die Kurve der Tube ist steil nach oben nach wie vor. Es ist eine Plattform, in der alle Kunden uns besuchen, wo wir auch sehr viel Kontakt mit den Kunden haben, wo wir uns selber messen können, was müssen wir für die Zukunft tun. Und ja, es ist eine Kontaktbörse, die einfach wichtig für uns ist und als Kölner Unternehmen ist es auch eine Hausmesse. Und wie ist die Lage? Wie sieht die Zukunft aus? Geben Sie mal eine Prognose ab. Ja, ich bin ja immer sehr optimistisch und ich denke, dass das auch in den nächsten Jahren immer weiter raufgeht. Genauso wie mit der Messe hier. Alles klar, vielen Dank. Bitte, gerne.